Hallo und herzlich willkommen mal wieder zu Gran Turismo 6 für die PlayStation 3 in dem Fall. Es ist kein Let's Play, habe ich ja schon oft genug gesagt. Ich mache das, weil es mir Spaß macht und deswegen ist es auch immer nur ein Rennen pro Video. Und wir haben dieses Mal eine Saisonveranstaltung hier. An der muss man einfach nur teilnehmen, um dieses Auto zu bekommen, dieses Alpine Gran Vision Turismo. Und einiges an Geld sollte man auf einen guten Platz kommen. Gucken wir mal, was uns da so erwartet. An sich bin ich in diesen Sachen nicht so übermäßig gut, weil ich ständig oder beziehungsweise meistens am Ende des Rennens irgendwie gegen eine Wand komme und dann muss ich alles nochmal machen und das frustet mich auf Dauer dann doch sehr. Und ansonsten muss ich mal sagen, dieser Kurs durch Rom ist ziemlich gut. Der ist schon sehr dicht am Original. Ich war jetzt ganz oft schon in Rom und vor allen Dingen auch in dieser Straße, in der man hier startet. Ich muss euch sagen, das ist wirklich gut gemacht. Jetzt ist die Frage, wie schnell schaffen wir es hier durch? 1,17. Ist natürlich eine Hausnummer. Mal gucken, wie der Wagen hier fährt. Achso, hier ist... Oh, man darf schon ab hier fahren. Das ist ja ein ungewöhnlicher Startpunkt. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Und damit ist diese Runde schon ungültig. Yay! Na gut, dann üben wir mal und gucken wir mal, auf welche Zeiten wir kommen, trotz der Kollisionen. Hoppala, der ist ja nicht so schön. Ja gut. Spätestens jetzt wäre die Runde eh ungültig gewesen. Aber mit dem muss man scheinbar vorsichtig sein, wie weit man einschlägt. Der ist da nicht so vergebungsfreudig. Große, lange Gerade. Aber die Zeit ist jetzt schon so schlecht. Das wird niemals was in der Zeit, wie sie da vorgegeben würde. Raus aus der Wand. So. Nicht dahin. Vorsichtig hier. Hier kann man auch immer mal wieder gerne gegen die Wand rutschen. Das hier war unser Startpunkt vorhin. Ungefähr hier die Gegend. Hier lasse ich auch lieber nur rollen. Weil ich will nicht, dass die nächste Runde auch noch ungültig wird. 1,16. Naja, mal schauen, ohne dieses unnötige Drehen da vorhin hätte man vielleicht die 1,17 erreichen können. Jetzt haben wir eine gültige Zeit. Hier habe ich mich vorhin gedreht. Das vermeiden wir jetzt einfach mal. So. Ich traue mich nicht so richtig viel Gas zu geben, weil, wie gesagt, der schlendert dann plötzlich. Und das muss jetzt nicht sein in dieser Runde. Aber an der großen Geraden können wir das wieder machen. Da unten wieder bremsen rechtzeitig. Und weg von der Bande kommen. Ja, super. Hier auch ja nicht erst Richtung Bande kommen lassen. Hier muss gebremst werden, genau. Hier auch. Und los geht's. Vielleicht ist die 1,17 noch zu schaffen. Zieh, 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 zieh. Nein! Okay, das war ganz schlecht. Und damit ist diese Runde auch ungültig. Naja, schade eigentlich. Weil an sich bin ich ja jetzt schon wieder schneller als beim letzten Mal. Man sieht ja meinen Geist. So.
Ja, ich hätte durchaus wahrscheinlich dieses Mal die 1,17 geschafft, wenn ich das so sehe, wie weit der Geist hinter mir ist. Wenn ich nicht jetzt schon das zweite Mal die Bande berührt hätte. Ui! So, damit hat er mich jetzt überholt. War ja auch klar, ich bin ja gegen diese Bande geknallt. So sieht der Wagen also von hinten aus. Das sieht so aus wie so ein umbauter Formel-1-Wagen. Nächste Runde ungültig. Ach, Mann. Wisst ihr was? Ich mach mal hier, damit wir eine gültige Runde bekommen. Neustart. Jetzt muss ich hier schon aufpassen, weil ich mache sonst die Runde ungültig, wenn ich hier schon irgendwo gegenknalle. So. Und ansonsten hängt ganz viel davon ab, wie schnell ich jetzt hier durch die Gerade schon komme. Jenseits der Physik? Ah, Mann. Gut gemacht finde ich nach wie vor, dass der Controller vibriert, wenn man hier über den Kopfsteinpflaster fährt. Und an sich haben wir eine bessere Zeit diesmal. Der Geist ist nicht zu sehen. Mal schauen, ob wir was wir da rausholen können, wenn ich hier nicht gegen die Wand knalle. Was war denn das? So. Ich bin 2 Sekunden schneller als mein Geist. Das ist doch schon mal ein guter Ausblick. Jetzt nirgendwo mehr gegenfahren. Warum? 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 Komm, 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 komm. Ja, damit habe ich meinen Vorteil zum Geist aufgegeben, so ein bisschen. Das ist nicht so viel, was ich jetzt schneller bin. Bitte, 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 bitte. Ah, verdammt. Meine Platzierung wurde aktualisiert. Das ist eine Info, die ich jetzt unbedingt brauche. Kannst du die mal rausnehmen? Ach, Mist. So. Siehst du, und den Geist verliere ich jetzt nicht so schnell aus dem Rückspiegel. Und aber jetzt muss ich aufpassen, wenn ich jetzt wieder gegenknalle, dann ist auch diese Runde wieder ungültig. Und das will ich jetzt nicht mehr. Also, jetzt wird das Ding nur nach Hause gefahren. Also ich finde ja, dass er sich manchmal, warum auch immer, sehr merkwürdig... Okay... sehr merkwürdig dreht. Letzter Versuch und dann reicht es für dieses Video. Dafür, dass ich den Alpine GT bekomme, ist sowieso schon nur die Teilnahme nötig. Und das haben wir ja nun schon erreicht. So, so schnell wie möglich durch die Ziellinie. Wo ist mein Geist? Oh, mein Geist ist schneller als ich. Und ich habe voll verkackt. Ich glaub's ja nicht. Ich habe zwar gesagt, das ist das letzte Mal, aber so ist das nun mal mit dem Ehrgeiz dann irgendwo. Ich will hier schon irgendwie mal eine Runde ordentlich durchfahren. Unter 1,17, das muss doch zu machen sein. Was ist denn das? Der hat Bremsklappen. Sehr geil. Nicht zu dicht an die Wand. Ah, der hat plötzlich ganz doll in die Richtung gezogen. Bremsen mit Bremsklappen ist ja was ganz Neues. Wenn der jetzt wegzieht, ist das alles nicht so schlimm. Der dreht sich ja an dieser einen Stelle nochmal so dämlich.
Und da mache ich dann meine Zeit gut. Ach, Mann, ey. Okay, ich habe keine Lust mehr. Einmal noch, komm. Konzentration und los geht's hier. Start. Mir geht's ja nicht nur darum, den Alpin zu bekommen, sondern eigentlich will ich ja mindestens Bronze hier drin haben. Und eigentlich ist es auch nicht so schwer, aber... bin nicht so der Rennspiele-Fetischist, aber es macht mir einfach Spaß. Nicht gegen die Bande, nicht gegen die Bande. Oh Gott. Er dreht sich ja nochmal, das dürfen wir auch nicht vergessen. Deswegen ist es vielleicht nicht so dramatisch. Das hier ist dramatisch. Loslassen, loslassen, loslassen! So. Ich glaube, meine Konzentration reicht hier für heute nicht mehr aus. Da hat er sich gedreht. Und wenn ich jetzt hinter dem klebe, ist ja klar, dass ich die 1,17 wieder nicht schaffe. Ach, Mist. Warum holt er mich jetzt plötzlich ein? Warum hat er plötzlich in die Richtung umgeschlagen? Der Leute, die spielen das Spiel mit dem Bewegungssensor des Controllers. Das halte ich ja für ganz schlimm. Das kann ich gar nicht. Oh nein, nicht jetzt. Komm, komm, rum hier, rum hier, rum hier, rum hier. Nicht gegen die Bande. Komm, 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 zieh! Ja, der Bronzepokal, super! Und damit endet für mich dieses Video. Und ich sag, wir gucken uns mal an, was man bekommt. Bronze-Rekord, naja, 1,14, wow. Und dann doch gleich so viel über unterboten. Und ich habe den Alpine Vision Gran Turismo. Und ich habe offensichtlich noch ein Outfit geschenkt bekommen. Gut. Und dafür gab es auch gleich nochmal eine Trophäe. Nämlich gut gekleidet. Mal schauen, was passiert, wenn ich den Wagen, wenn ich das Rennen verlasse, ob er mir dann den Wagen zeigt. Genau, da haben wir den. Der Alpine Vision Gran Turismo. Jetzt ist die Frage, in welcher... Ich nehme den in Weiß.